Der Film ist die Fortsetzung von Teil 1 über Alt-Reichenbach. Im Hintergrund sehen Sie einen Stadtplan von heute, der sich natürlich gegenüber der Zeit, als die Deutschen noch in Schlesien waren, unwesentlich geändert hat. Da sich die Bilder selbst erklären, habe ich vor, Ihnen einige Passagen aus meinem Buch Schlesier hinterlassen bleibenden Spuren über Reichenbach vorzutragen. Von der großartigen geschichtlichen Vergangenheit kündet die Chronik von 1929, herausgegeben von Erich Hasse. Gedruckt wurde das Werk von der Firma Druck und Verlag des Reichenbacher Tagesblattes, Inhaber Karl Metzschke Reichenbach. 1525 bis 1530 findet die Reformation Eingang in die Stadt. Die bedeutendste Bibliothek, schon im Jahre 1272 gegründet, wird leider aufgelöst. Sie hatte die Stadt weit über die Grenzen Schlesiens bekannt gemacht. 1743 werden die Reste der Bücherei von dem Kommandator Baron von Breschin nach Heidelberg verlagert. 1758 und vom 6. bis 17.02.1779 war der alte Fritz während der Schlesischen Kriege in der Stadt und wohnte immer im katholischen Pfarrhaus. In Reichenbach waren 1790 auch die Friedensverhandlungen im Konflikt zwischen Russland und Österreich gegen die Türkei. Die Verhandlungen der Diplomaten aus fast ganz Europa hatten Erfolg. Am Sonntag, den 8. August 1790, war der Höhepunkt der Feiern anlässlich der Vertragsunterzeichnung. Vom Rathausturm spielten Bläser den Choral »Allein Gott in der Höhe sei er«. Der Frieden von Reichenbach machte die Stadt in aller Welt bekannt. Als am 3. März 1813 der Aufruf des preußischen Königs an mein Volk erging, fand er in Reichenbach freudigen Widerhall. Zahlreich meldeten sich aus allen Kreisen der Bevölkerung Freiwillige. Ihre Ausrüstung wurde durch Sammlungen aufgebracht. Als kurze Zeit später die Landwehr aufgehoben wurde, zeigte sich erneut die Opferbereitschaft der Reichenbacher Einwohner. Viele Bürger verließen Familie und Beruf und zogen hinaus in den Befreiungskampf. Noch einmal sollte Reichenbach weltgeschichtliche Bedeutung erlangen. Mit Stolz wird immer die Stadt auf die in ihren Mauern geschlossenen Bündnisse zurückblicken können, die zur Befreiung Preußens und Deutschlands vom Joch des korsischen Eroberers und schließlich zu seinem Sturze führten. Bald sah die Stadt die großen Staatsmänner der verbündeten Mächte bei sich zu Gast. Die bekanntesten Freiheitsdichter verfassten hier ihre begeisternden Verse und flammenden Streitschriften. Am 1. Juli wurde das russische Hauptquartier nach Reichenbach verlegt. Anfangs bemächtigte sich der Einwohner eine begreifliche Furcht vor den fremden Kriegsscharen, die in Sitten und Gebräuchen recht wenig mit deutscher Kultur gemein hatten. Eine Erfahrung, die sich leider 1945 beim Einmarsch der Russen in Deutschland schrecklich wiederholte.
zahlreiche Familien verließen die Stadt vorübergehend und begaben sich nach Böhmen. Im Ringhause Nummer 148 hatte der russische Oberbefehlshaber Feldmarschall Barclay de Tolly Quartier genommen. Nicht weniger als 2400 Köpfe zählte des gewaltigen Heeres Stab, darunter allein 70 Generäle. Sie alle wohnten in Reichenbach. Nahezu 4000 Pferde waren in den Ställen, Höfen, Gärten und Scheunen untergebracht. Marktplatz und Straßen waren durch große Düngerhaufen fast unwegsam. In den verlassenen Wohnungen hausten die landfremden Soldaten nicht gerade zum Besten. 2 Tage nach dem 4. Juni 1813 abgeschlossenen Waffenstillstand traf der russische Kaiser Alexander I. im Schlosse zu Peterswaldau ein. Dort hatte sich vorher Prinz Wilhelm, der spätere Kaiser Wilhelm I., mit seinem Bruder Karl aufgehalten. In der Folgezeit wohnte er in dem Lehngut von Schöps in Reichenbach-Altstadt, dessen Nachkommen im Jahre 1886 von dem greisen Kaiser ein huldvolles Handschreiben und ein mit eigener Unterschrift versehenes Bild als Geschenke an die in den Befreiungskriegen gewährte Gastfreundschaft erhielten. König Friedrich Wilhelm III. Wohnte unweit von Reichenbach im Schlosse zu Neudorf. Das Haus Nummer 126 war das Absteigequartier des russischen Herrschers, wenn er zu den Verhandlungen nach Reichenbach kam. In dem Gebäude des Pastors Tiede vor dem Tränktore aber wohnte der geistige Kopf des Befreiungskampfes, der preußische Staatsminister Freiherr von Stein. Dort liefen alle Fäden zu einem großen europäischen Bündnis zusammen, in dessen Netz sich Napoleon I. bald verstricken sollte. Noch heute gemahnt eine einfache Gedenktafel an dem Hause Pulverstraße Nummer 1 an diese historische Stätte. Hier wurde am 14. Juni der wichtige Vertrag zwischen England und Preußen geschlossen, dem am 15. Juni der Englisch-Russische zu Peterswaldau folgte. Das Bündnis vom 27. Juni krönte das Werk der preußischen Diplomaten. Österreich trat dem Schutz- und Trutzbündnis der europäischen Mächte bei. Den Vertrag unterzeichneten die anwesenden Staatsminister Stadion, Nesselrode und der preußische Kanzler Hardenberg, der damals in Niederpeilau wohnte. Daneben hielten noch in Reichenbach die bekannten Diplomaten Lord Kesternack, Pozzo de Borgo, Wilhelm von Humboldt, Schön und Niebuhr auf. Die preußischen Feldherren Blücher, Gneisenau und Grollmann wählten oft die Stadt zum Quartier. Sie öffneten die Tore den Freiheitssänger Ernst Moritz Arndt, Theodor Körner und Max von Schenkendorf, die hier längere Zeit zusammen weilten. Kein geringerer als der berühmte schlesische Baumeister Karl Gotthard Langhans gab mit dem Bau der evangelischen Kirche ein Stück seiner beachtenswerten Visitenkarte ab. Geboren wurde er 1733 in Landeshut und starb 1808 in Grüneich bei Breslau. Fast ganz Schlesien wird mit seinen imposanten Bauwerken geschmückt. Unter anderem
ist er auch Baumeister des bekannten und berühmten Brandenburger Tores in Berlin. So geht fast jeden Tag, wenn von Berlin berichtet wird, eine Botschaft eines schlesischen Baumeisters um die Welt. Mehr erfahren Sie in meinem Buch, welches Sie für Euro 25 unter Telefonnummer 06201 74 75 0 telefonisch bestellen können. Glück auf Schlesien, Glück auf Reichenbach und auf Wiederhören und auf Wiedersehen in Schlesien.